Tausende unverhüllte Studentinnen haben sich eingeschrieben in der Universität von Kabul und in der Universität von Bagdad. Das war die Welt vor 25 Jahren, okay? So, wie ist das heute? Also in Irak muss eine Frau so verschleiert sein, dass man nicht einmal sieht, wo sie Kopf hat und Füße. Also, das ist der Stand nach 25 Jahren. Ja, wer hat sich da so sehr engagiert? Wer hat Irak erobert? Wer hat Afghanistan erobert? Ja, ich kann mich noch erinnern, ich bin schon etwas älter, dass der Brzezinski, der damalige Sicherheitsberater und der zweitmächtigste Mann in Amerika, hat an der Grenze zu Afghanistan damals gesagt, ja, wir müssen diese frommen Muslime unterstützen gegen die gottlosen Kommunisten, die sich mit Sowjetunion verbündet haben. Ja, das war der Anfang und heute haben wir IS, Islamischer Staat. Gut, diese Hinrichtungen sind natürlich nicht zu beschreiben. Also das ist unmenschlich, wenn man jemand die Kehle durchschneidet und das im Internet postiert, richtig. Aber ich kann mich erinnern an ein Ereignis 94. Man hat entdeckt, irgendwo 20 serbische Krankenschwestern mit durchgeschnittenen Kehlen. Und die erste Nachricht von UNO war ungefähr so, also das ist natürlich Kriegsverbrechen. Ja, also durchgeschnittene Kehlen von 20 Krankenschwestern. Aber dann, in wenigen Stunden, hat man schon die hohe Politik das alles korrigiert, die Nachricht. Nein, es ist nicht so schlimm. Das ist Folklore, wie die islamischen Kämpfer eigentlich kämpfen gegen die Serben, richtig, ja? Das heißt, das will ich jemanden in Erinnerung rufen, der sich jetzt so aufregt über IS und ihre Gräueltaten in Irak. Gut, es gibt natürlich nicht nur Afghanistan und Irak, es gibt auch Ostukraine. Und wir wollen heute etwas zitieren, was nicht von der russischen Seite kommt, sondern von der ukrainischen Seite auf Internet. Ja, das erste ist die große Idee, eine Berliner Mauer in Ukraine zu bauen. Und der Klitschko hat diese Idee in Berlin präsentiert mit der Bitte um technische Unterstützung. Ja, die deutschen Politiker haben kurz geschluckt und die Journalisten, aber dann haben sie so wie bei den serbischen Krankenschwestern gemeint, ja, es ist Folklore. Ja, darf man nicht so betonen, die meinen das gut, die Ukraine, mit Berliner Mauer. Dann hat der Klitschko am nächsten Tag einen Preis, deutschen Medienpreis für Völkerverständigung und Kommunikation bekommen, richtig, ja. Und ja, Laudator war unser Bubi Außenminister, der hat das irgendwie nicht kapiert, dass er das ablehnen soll, weil wenn jemand Berliner Mauer fordert und man bekommt dann Auszeichnung für Völkerverständigung und Kommunikation, dann gute Nacht. Ja, also unser Bubi Außenminister hat mitgemacht, ganz voll. Ja, was sagt die ukrainische Seite zu diesem heutigen Krieg, zu dem Zustand? Ja, es ist wirklich besser geworden. Also noch vor, also in den letzten drei Monaten gab es im Schnitt 100 bis 300 Tote auf beiden Seiten. Also auf der russischen Seite natürlich Zivilisten, auf der ukrainischen Seite Soldaten, auf der russischen Seite natürlich auch freiwillige Soldaten. Ja, jetzt statt 100 bis 300 haben wir heute ungefähr 10 Tote pro Tag. Es ist natürlich schon, das ist schon Frieden, richtig. Also man muss sich das vorstellen, wir sind in Österreich und wir haben 10 Kriegstote jeden Tag. Das ist schon Fortschritt, ja. Gut. Im Internet kann man lesen eine Nachricht von Führer der größten Oppositionspartei in Ukraine. Das ist die radikale Partei.
Oleg Ljaschko. Oleg Ljaschko schreibt darüber, dass man viele Leichen ukrainischer Soldaten eigentlich versteckt vor der Öffentlichkeit irgendwie und dass man sie womöglich verbrennt, statt sie den Angehörigen zu schicken. Und in diesen Dörfern wäre das natürlich ein Aufruhr. Und er redet von 6000 versteckten Toten auf der ukrainischen Seite, die man irgendwie beseitigt oder beseitigen will. Und zwar mit Hilfe von mobilen Krematorien. Und er hat sogar Satellitenfotos von diesen Krematorien. Und das Allerblödeste, was der Ljaschko sagt, diese Krematorien sind technische Hilfe aus Deutschland an die ukrainische Regierung. Ob das stimmt, ist unklar. Noch einmal, das ist keine russische Quelle, das ist ukrainische Quelle. Als zweite ukrainische Quelle will ich zitieren, eine Frau, Irma Krat, war Ikone der Maidan-Bewegung im Winter. Sie war die Frau, die sich gegen die Russen, gegen den russisch-freundlichen Präsidenten gestellt hat. Und diese Frau hat gepostet im Internet, was sie weiß von der Niederlage der ukrainischen Armee bei Ilovaisk. Der Name Ilovaisk war in keiner Zeitung. Das war ein Kessel, wo 6 ukrainische Bataillone seit 3 Wochen eigentlich von allen Seiten zerstört wurden. Und in Ilovaisk gibt es immer noch ca. 200 lebende Soldaten, die leben dort wie Tiere irgendwo im Wald. Die sind natürlich umstellt von den prorussischen Aufständischen. Und außerdem gibt es auf den Feldern ungefähr 200 bis 300 Leichen von ihren Kameraden. Niemand kann sie natürlich wegbringen. Das ist der Zustand, das ist der Waffenstillstand von gestern, vorgestern. Okay. Soll ich noch etwas sagen oder lieber nichts? Ich glaube, lieber. David, bist du der Meinung? Wollte ich weitermachen? Wenn noch was hast. Okay, bis zur nächsten Woche.